Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Mittelerde Schatten des Krieges. Mitten in der genischen Basis, wo wir jetzt diese neue Mission hier starten. Feralas, richte Orks hin, die sich in hellen Herrschern nicht unterwerfen wollten. Okay, schau, was die Missionsziele sind. Was verlangte den Einfall in Mordor? Feralas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten, und er sollte dafür büßen. Oh mein Gott, da treffe ich mal kaum, ey. So still war ich, habe überlegt, wie ich das hier am besten mache. Okay. Es ist irgendwie verdammt schwierig. So, nochmal. Wir müssen extrem viele Orks töten, ohne sie Drachen sie töten. Das ist die Frage, was machen wir am besten? Die Drachen töten, dass wir genug Zeit haben? Feralas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten, und er sollte dafür büßen. Hallo. Warte mal. Ach, 25 Explosionen töten. Okay, einen haben wir nicht getötet. Was? Scheiße. Ja, toll. Jetzt schaue ich mal, ob es jetzt geht, wirklich. Ah, tatsächlich. Du musst erst im letzten Moment drücken.
Das sind noch Fässer. Scheiße, kein Fässer mehr. Ach so, warte mal, ich muss ja nur mehr mit. Ach so, das ist Bonus, die sehe ich jetzt gerade. Keine Pfeile mehr. Oh verdammt, echt? Doch, gleich. Komm, ich kriege keine Pfeile. Da kann ein Leibwächter beirufen, das wäre doch was, oder? Okay, vorbei. Okay, also eigentlich müssen wir nur so schnell wie möglich mehr töten als die Drachen und gleichzeitig Drachen auch. Okay, ich würde sagen, wir tun alle unsere Diener ausrufen, Helfer und so weiter. Vielleicht haben wir dann eine Chance. Was verlangte den Einfall im Mordor? Felas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür büßen. Na? Oh was? Das ist Aufsteigen, Drachen hier. Ich kann hier aufsteigen, was soll denn das Scheiß jetzt? Die sind gar nicht verfügbar hier, wenn ich sehe jetzt gerade. Wow! Okay, langsam nehmen wir die Drachen mit auf. Ich muss noch einen Drachen töten. Oh nee, oder? Der ist gleich der Gebrochene, der ist der Gebrochene. Oh, nee, nee, nee. Du Scheiße, ey. Komm, töte ihn. Schnell, schnell. Nein! Ich dachte, sie sind überzahlt. Die haben mehr als ich. Verdammt! Oh, 37. Nein! Aber die wäre nicht schlecht gewesen. Verdammt, ich habe ihn zu lange Zeit gebracht. Da ein Getümmel drin. Oh je. Das ist mal eine Mission, die wirklich in sich hat. Weil man muss echt sich beeilen am Anfang. Was verlangte den Einfall im Mordor? Felas, die Tugend der Gerechtigkeit.
Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür büßen. Einrichten. So. Da ist genug Punkte zusammen. Kann ich ja auch aufspielen, Schatten auf. Okay, ich kann den auch so töten, alles klar. Und dann so töten. Was? Wie? Hä? Wenn ich sterbe, kann ich es schaffen. Ich habe den Drachen sogar getötet, ja. Ich hab's geschafft. Oh, scheiße, ey. Wir haben sogar fast ein Bonusziel noch erreicht. Okay, ich hab's genug gesehen. Haha, mein Gott, was für ein Kampf, ey. Ich brachte Sauron an den Rand der Niederlage. So, wir können jetzt endlich Schatzsuche aktivieren. Jetzt tun wir automatisch einsammeln, was wir bekommen. Gerechtigkeit entzieht sich mir bisher. Das macht durchaus Sinn. So, okay, nächste Missionsziel, nächster Ort. Ja, wer wurde Stützpunkt jetzt hier oben noch? Oh, da kommen wir momentlich raus. Okay, ich aus. Das hat natürlich so keinen Sinn. Da momentlich rauskommen, bei dem Loch da. Ja gut, schlägt Alarm. Würde mich wahrscheinlich gar nicht interessieren jetzt, wenn ich das hier starte. Wieso stirbt er gerade? So, Außenposten Riesgrub. Locke den Kommandanten des Außenposten hervor, indem du seinen Olgor tötest. Uloks sind die Stützpfeiler der Truppen des Häuptlings. Wirf sie um. Aha. Bodenhinrichtung. Bodenhinrichtung. Wenn man fightet. Oh, was ist das hier? Oh, ein Artefakt. Per Zufall gefunden. Minas Ithils Bücherregale sind nicht vergleichbar mit den großen Bibliotheken von Minas Tirith.
Aber dennoch sind sie die größte Wissenssammlung weit und breit. Als Mädchen faszinierte mich die hier vereinte Weisheit von Geschichten über Gedichte bis hin zu Kochbüchern aus vergangenen Tagen. Dieses hier, Geschichten aus dem fernsten Umba, war eines meiner Lieblingsbücher. Erzählungen von verwegenen Piraten aus alten Zeiten. Echte Korsaren sind sicher weniger edelmütig, als die Geschichten sie darstellen, aber sicher weniger grausam als Orks. Jo. Bei mir sehen. Als ich Waldläufer wurde, dachte ich, ich würde die ganze Welt sehen. Es ist doch überall das Gleiche. Die Ehrgeizigen kämpfen gegen die Trägen. Hol die anderen! Okay, da was die Bodenhinrichtung ist. Wahrscheinlich wenn sie im Boden liegen und man auf sie tritt und noch sie hinrichtet. So. Das ist keine weichen Sicht. Okay, geht wieder nicht. Jetzt geht's. Das ist eine, oder? Ja, das ist eine. Okay, das ist doppelt in Richtung. Dreifach in Richtung. Ach du krass. Lol, hätte ich gedacht, dass die mich lassen, die Hinrichtung durchzuführen. Und eine brauche ich noch. Vielleicht nehme ich den halt einfach. Der ist schon tot. Doch, ich weiß es. Oh, jetzt ausweichen. Oh. Das hat nicht geklappt, meine Ausweichmanöver. Aufzehren. Hier aufzehren. Was? Wäre was Psyche gewesen oder wie? Tatsächlich hätten aufzehren können. Oh, verdammt. Sind Orks unterwegs jetzt? Hoffen wir noch nicht. Die ganzen Orks, ne? Ist er schon tot? Oh Mann. Okay. Verdammt. Ja, okay, jetzt kann man auch unterbrechen. Oh mein Gott. Eh? Lol. Eh? Eh, hab ich da. Oh, das ist mühsam. Komm jetzt schon, bevor er kommt. Töt ihn! Oh, wir haben uns drei Hinrichtungen immerhin.
Kann ich den jetzt gar nicht töten oder wie? Nee, oder? Das wäre zu schön gewesen. Der ist jetzt tot, oder? Ich kann gar keinen Leibwächter herbeirufen. Okay, raus aus dem Gemetzel hier. Ja, jetzt kommt der. Diese Orlogs waren so laut, als sie umgefallen sind. Mal sehen, wie deine Leiche klingt, wenn ich sie auf den Haufen werfe. Was soll ich denn machen? Rückzug, Verstoßen. Für mich weiterkämpfen, Escape. Oh nee. Nein! Kann ich den vielleicht verdeckt angreifen gleich? Ja, nee. Gib's mir verdeckt. Ich habe lange Zeit nach dir gesucht. Ja. Meine Haut, sie wächst und dehnt sich. Sie schwillt und zuckt. Nichts kann sie stoppen. Okay. Doch du versprichst mir Linderung. Echt? Ein Balsam für Scheiße, mein Gott. Was ich sage. Red nicht so lange. Ich bin der Verseuchte und du die Heilung. Ja. Oh, wo ist das Fass jetzt? Weg. Ist der vielleicht aggressiv oder so? Nee. Okay, und der ist der schon gleich tot. Komm schon, ich will ihn aufzählen. Nein! Doch geschafft! Oh! Boah! Mein Gott, ey! Du kämpfst für den hellen Herrscher! Danke! Und am besten machst du mal Rückzug, weil ich glaube, du gehst gleich rauf. Level 3 gewonnen, was? Wie war Level 3? So, und du gehst auch mal zurück. Einmal Rückzug. Ja, Herr. Mein Gott, war jetzt ein Krampf hier. Ein Kampf und Krampf gleichzeitig. Gut, und das war auch schon die Folge wieder. Ich bedanke mich schon fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und ich denke, ich werde jetzt hier auch mal eine Aufnahmesession-Pause machen. Und dann sind wir nächstes Mal wieder bereit auf dem Nestturm. Jo, bis dann. Bye, bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.